Moin Moin und herzlich willkommen zum TWS. Ich schätze, die meisten von euch fragen sich jetzt, was das hier ist, oder? So ein Gerät nennt sich Vortex Mixer oder Vortex Mischer und gehört eindeutig zu den Luxus-Items, die sich ein Miniaturenmaler zwischen seine Farbtöpfchen stellen kann. Vielleicht habt ihr ja schon mal von Schüttelapparaten gehört, mit denen normalerweise Nagellackfläschchen durchgerüttelt werden. Im Kanal vom Phantasos Studio erschien hierzu vor einiger Zeit ein entsprechendes Vergleichsvideo. Zuerst wurde eine helle und eher schlecht deckende Army Painter Farbe von Hand durchgeschüttelt, dann mit einer Agitatorkugel und schließlich mit einem Nagellackschüttler bzw. Nagellackshaker. Der Test zeigte, wie sich Konsistenz und Deckkraft der Farbe spürbar verbesserten. Solche Shaker kosten um die 30 Euro und ich hatte auch schon mal mit einem geliebäugelt. Da man seine Farbfläschchen aber immer erst einspannen muss, war mir das allerdings zu umständlich und ich hatte weiterhin auf Agitatorkugeln und die gute alte Handarbeit gesetzt. Ein TWS-Zuschauer machte mich aber kürzlich auf die sogenannten Vortex-Mixer aufmerksam und da fiel mir ein, dass ich so ein Gerät bei einem Freund ja schon mal gesehen hatte. Netterweise hat mir dieser Freund seinen Vortex-Mixer für einige Wochen dann ausgeliehen, was für mich ein echter Augenöffner war. Denn verdammt, so ein Vortex-Mixer kann echt was. Diese Geräte kommen eigentlich aus dem Laborbereich und sind dazu gedacht, Flüssigkeiten in zum Beispiel Reagenzgläsern gleichmäßig zu durchmischen. Das funktioniert mit Vibration und innerhalb von nur wenigen Sekunden. Einfach den Behälter auf die Mulde des Vortex-Mixers stellen, leicht nach unten drücken, um das Gerät einzuschalten. Schon rotiert unter dem Gummi ein Motor mit rund 3000 Umdrehungen pro Minute. Die Vibrationen sorgen dann für eine Durchmischung der Flüssigkeiten, in diesem Fall der Farbe. Denn wer kennt das nicht, mit der Zeit setzen sich die Bestandteile einer Acrylfarbe voneinander ab und müssen wieder durchmischt werden, damit die Farbe ihre Konsistenz und Deckkraft zurückerhält. Kräftiges Schütteln, am besten mit einer Agitatorkugel, ist der einfachste Weg, um abgestandene Farben wieder einsatzbereit zu machen. Aber dickflüssige Farben wie zum Beispiel von Scale 75 oder manche Contrast Colors von Games Workshop benötigen einen deutlich höheren Schüttelaufwand. Und da können dann die Nagellackschüttler und Vortex Mixer helfen. Um die Mischkraft zu veranschaulichen, habe ich mal zwei Farben in einen kleinen Behälter gefüllt und halte ihn 30 Sekunden lang auf den Vortex Mixer. Mal von ein paar Rückständen am Boden abgesehen, wurden die Farben perfekt vermischt. Und das völlig blasenfrei. Noch besser geht das natürlich mit einer Agitatorkugel. Nach bereits 15 Sekunden sind die Farben fast perfekt vermischt. Das Ganze funktioniert natürlich auch mit besonders dickflüssigen Flüssigkeiten. Zum Beispiel mit einem Zwei-Komponenten-Silikon für den Formbau. Ihr seht übrigens auch, dass die Flüssigkeit kaum aufgewirbelt wird und somit nicht spritzt. Daher machen wir doch mal direkt den Härtetest und nehmen eine größere Silikonmenge in einem normalen Anmischbottich. Natürlich ohne Agitatorkugel. Hier sind nun knapp 80 Gramm Silikon eingefüllt und mischbereit. Okay, bei der Menge dauert es natürlich länger, daher helfe ich mit ein paar Mal umrühren nach. Aber schon nach nur knapp anderthalb Minuten habe ich perfekt vermischte Silikonkomponenten. Und das auch noch nahezu blasenfrei. Denn die einzigen Luftblasen sind nur durch mein Umrühren hineingelangt. Die für mich nächste Frage lautet daher, lässt sich so ein Vortex-Mixer auch für den Bau kleinerer Formen verwenden? Ja, das geht. Dank der Vibrationen steigen die Luftblasen schneller auf und können bequem entfernt werden. Aber zurück zum Thema Farben. Braucht man wirklich so einen Vortex-Mixer? Meine Antwort wäre nein. Und ja. Nein, denn bereits mit einer Agitatorkugel und kräftigem Schütteln lassen sich die meisten Farben in unserem Tabletop-Hobby schnell aufbereiten. Einzig einige dickflüssige oder spezielle Farben benötigen längeres Schütteln, was aber für den durchschnittlichen Maler zu verschmerzen ist. Wessen Farbfläschchenmenge aber längst im dreistelligen Bereich angekommen ist oder wer extrem viel malt, für den dürfte so ein Vortex-Mixer durchaus interessant sein. Denn ganz ehrlich, das Ding ist einfach ein ultra bequemer Luxus, der jede Farbe sekundenschnell einsatzbereit macht. Steht so ein Teil erstmal auf eurem Maltisch, wollt ihr ihn nicht mehr weggeben.
Glaubt mir, ich durchleide gerade diesen Abschiedsgedanken, da ich diesen Vortex-Mixer ja nur ausgeliehen habe. Für alle, die nun wie ich vor einer Kaufentscheidung stehen, sei noch gesagt, dass es Vortex-Mixer natürlich auch als günstige China-Plastik-Varianten gibt. Aber wenn man sich mal deren Amazon-Rezension durchliest und mit den Bewertungen von diesen Burschen hier vergleicht, schlägt das Pendel schon in Richtung des 120-Euro-Geräts. Echter Luxus halt. Aber egal, womit ihr künftig eure Farben schüttelt, wir sehen uns nächsten Freitag. Bis dann.